Also wir liegen hier in der All-Inclusive-Ausstattung, ich sag's nochmal, mit der vollautomatischen Sandanlage, mit dem TV, mit der Solaranlage, mit der Markise, mit dem Radträger innen, mit der Eintrittsstufe, mit dem Fliegengitter, mit den ganzen Fenstern, so wie es wir es jetzt gezeigt haben, mit der Type-X-Ausstattung liegen wir bei 56.500 Euro. Ein Wohnmobil von Etrusco. Ja, da bekommen Sie wirklich viel Wohnmobil fürs Geld. Und wir werden Ihnen heute mal den T6900 SB vorstellen. Ja, in einer ganz besonderen Variante. Sie heißt nämlich Type X. Und zum Glück haben wir hier einen der größten Spezialisten, zumindest mal für Etrusco. Das ist Jürgen Junk, er ist Elektromeister. Und du hast mir vor 2 Jahren gesagt, wir kriegen da eine neue Marke. Und die ist so gut, dass das, ich sag mal, stellt alles andere in den Schatten. Jetzt ist 2 Jahre später. Bist du immer noch begeistert? Ja, ich bin immer noch begeistert. Vor allen Dingen Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Fahrzeugen ist top und kann sich mit allen anderen Konkurrenzmarken messen. Es ist ein sehr, sehr hochwertiges Fahrzeug mit einer sehr schönen Ausstattung. Ja, dahinter steckt die Hümer-Gruppe, muss man sagen. Das ist einer der größten Wohnmobilhersteller der Welt. Und sie sind ja nicht nur hier aktiv, sondern sogar mittlerweile in Amerika. Da setzt sich das europäische Format immer mehr durch. Klein, aber fein, nicht riesig. Ja, in Deutschland hat es natürlich die Gründe, dass es Führerscheine gibt. Die muss man einhalten. Wir reden hier über ein Wohnmobil mit einer Zulassung, die man mit jedem Pkw-Führerschein fahren kann. Genau, wir haben hier 3,5 Tonnen bei dem Fahrzeug bei einer Länge von 6,90 Meter. 6,90 Meter. Ja, Thema Zuladung. Oft hört man, ja, die Fahrzeuge sind immer überladen. Die Angaben der Zuladung, das ist mittlerweile auch entsprechend gesetzlich geregelt. Das heißt, da kann man nicht einfach schreiben, das und das wird zugeladen, sondern ich sag mal, da muss man sich streng dran halten. Ja, also nicht nur das streng dran halten, sondern der Gesetzgeber regelt mittlerweile in der sogenannten WLTP genau das, die Daten, die an dem Fahrzeug verbaut sind, auch 100% die stimmen. Das heißt, wenn das Fahrzeug gebaut wird, ist das Werk verpflichtet, die genaue Gewichtsangabe zu geben. Und es müssen auf jeden Fall 450, 460 Kilo übrig bleiben als Nutzlast. Sonst darf das Fahrzeug nicht gebaut werden. Das heißt also, wenn es zum Beispiel eine Zulassung hat für 2 Personen, dann hat das einen Grund, obwohl es vielleicht für 4 Personen Platz hat, weil dieser Standard nämlich sonst dazu führt, dass die Zuladung nicht mehr stimmt. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel nur eine 2-Personen-Zuladung hätte, dann wären eben 2 Personen weniger da und man hätte für die 2 Personen natürlich, die eingerechnet werden, die entsprechende Kilozahl frei. So sieht's aus, ja. Das Wohnmobil hat gegenüber den, ich sag mal, ganz kompakten von 5,90 Meter den Vorteil, dass, ich sag mal, ich viel mehr Platz habe für Gepäck. Das ist schon mal ein wesentlicher Vorteil. Ja, also ein wichtiger Aspekt ist der Kofferraum auf der Seite hier, auf der einen Seite mit der großen Tür. Wir haben also einen riesen Kofferraum, in dem ich auch dann, du kennst mein Faible, was Fahrräder angeht, halt entsprechend auch hochwertige Räder reinmachen kann. Hier käme der Radträger nicht außen drauf, hier käme der Radträger innen rein. Und ich kann hier 2 Fahrräder reinstellen, selbst 4, und kann noch einen Tisch und 4 Stühle dabei stellen und noch Gepäck reinstellen, ohne dass ich da Platzprobleme habe, weil du siehst, du hast eine riesen Garage hier hinten drin. Ja, was auch toll ist, sind hier die Zurösen. Zurschienen an die Rutschmatte. Also alles das ist schon in diesem Preis beim Fahrzeug inkludiert. Ja, auch die Beladung ist wirklich sehr, sehr einfach, denn ich bin recht tief. Was hat das hier denn ungefähr für eine Zuladung in der Garage? Also das Fahrzeug hat in der Garage 120 Kilo. Die dürfen geladen werden. Manchmal, wenn eine Verlängerung ist, sogar 150 Kilo. Hier sieht man es, der hat jetzt eine Rahmenverlängerung hinten. Dann habe ich 150 Kilo. Okay, das heißt, ich könnte zum Beispiel auch einen kleinen Roller mal reinfahren, der reinpasst? Genau, einen kleinen Roller, also diese 50-Kubik-Roller, problemlos. Da gibt es auch Fahrrampen, da kann man reinfahren und hinten reinstellen und verzonen. Es gibt auch was ganz Tolles, habe ich gesehen, und Zubehör, das könnt ihr nachrüsten. Das sind so ausfahrbare Fahrradträger. Was hältst du davon? Also ich halte da sehr viel von, weil ein Fahrrad soll schon sehr stabil hinten drin stehen, vor allen Dingen, wenn es hochwertige Räder sind, damit die Rahmen nachher nicht knuppen haben. Und von daher ist das für mich eine Sache, die man auf jeden Fall nachrüsten wird. Oder das sollte. Sind so Kleinigkeiten. Ich habe hinten eine Beleuchtung drin. Genau, du hast eine Beleuchtung drin.
Du kannst halt hier, da ist jetzt kein stromtechnisch angeschlossen, von daher. Die sind neu, die Fahrzeuge, muss man sagen. Die sind die Batterien noch nicht belegt, also da ist die Hauptstromversorgung noch gar nicht an der Batterie angeschlossen. Genau, wir zeigen Ihnen heute mal komplett das Fahrzeug mit allen drum und dran. Ja, oben drüber habe ich direkt nochmal die Möglichkeit, Strom zu ziehen, was ganz praktisch ist. Ich kann zum Beispiel Ladegeräte für E-Bikes direkt anschließen, sehr, sehr praktisch. Genau, also ich habe das, was bei vielen immer Sonderausstattung ist. Ich habe bereits eine 220 Volt oder 230 Volt Steckdose in der Garage drin. Ich kann da ein Ladegerät für E-Bikes oder egal was anschließen. Ja, du bist Elektromeister, du hast dir die Elektrotechnik mal angeguckt, ist das ordentlich? Ja, also die Elektrotechnik ist sehr gut, vor allen Dingen auch sehr hochwertig gemacht. Das, was hier alles an serienmäßig schon drin ist, ist bei den anderen Mitbewerbern im Prinzip alles als Sonderausstattung schon zu sehen. Das ist Bordwerkzeug? Das ist das Bordwerkzeug. Ob man das mitschleppt, ist jedem selbst überlassen, weil es gibt kein Reserverad für die Fahrzeuge, bei keinem Wohnmobil in der Größenordnung. Und ob man es dann braucht, ist die andere Frage. Ich rate immer dazu, es zu Hause zu lassen. Wenn man wirklich mal einen Platten bekäme, was ganz, ganz selten vorkommt. Also ich erlebe das in den ganzen Jahren ein einziges Mal. Bei allen Fahrzeugen, die wir vermieten und die wir verkauft haben, dann nimmt man den ADAC. So ist es. Es gibt auch noch Pannen-Sprays, die man machen kann, die man auch anwenden kann, die zugelassen sind. Wenn mal, ich sag mal, ein kleines Loch drin ist, genau, das geht das auch wunderbar. Genau, es sich entsprechend selbst verschließt. Aber ansonsten lohnt sich sowieso. Man sollte also Mitglied sein in einem der Automobilclubs, ob das jetzt ACE ist, ADAC und so weiter. Da kann man sogar Zusatzversicherungen abschließen. Ja, ganz großes Thema sind Zusatzkosten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wohnmobil kaufe, denken ja viele, ja, das bringt mich dann um an Vollkaskoversicherungen. Ist das so? Ja, das ist nicht so. Man muss halt bei den Versicherungen ein bisschen schauen. Wir können da eine Empfehlung abgeben vom deutschlandweiten operierenden Wohnmobilversicherer. Da liegt so im Regelfall die Versicherung bei 500 bis 600 Euro für so ein Fahrzeug mit 1500 Euro Selbstbeteiligung bei der Vollkasko. Im Jahr, muss man sagen. Genau. Das heißt, es ist rund um die Uhr angemeldet. Ja, was würdest du empfehlen, das jetzt als Saisonzulassung zu machen oder ruhig mal so sich nicht die Freiheit nehmen zu lassen, dass man auch sagt, im November, wenn es noch schön ist, einfach mal rausfahren? Also ich würde auf jeden Fall das Fahrzeug immer das ganze Jahr angemeldet lassen, weil die Fahrzeuge winterfest sind und wir hier ohne weiteres auch im Winter mal in den Wintersport fahren können oder uns mal irgendwo in den Bergen auf den Stellplatz stellen können, mal nur zum Wandern oder zum Langlauf oder. Von daher bietet sich das an, am Wochenende, verlängerte Wochenende. Und bei unserem guten Wetter, was wir meistens im Dezember haben, macht es keinen Sinn, ein Auto im Oktober abzumelden. Aus meiner Sicht zumindest. Ja, ich schaue mir das mal kurz an. Hier gibt es einiges zu sehen an der rechten Seite. Ich habe eine zweite Ladetür. Das ist ja praktisch. Genau, die zweite Ladetür. Aber die ist etwas kleiner wie die auf der anderen Seite. Ich kann auf jeden Fall von beiden Seiten halt Sachen reinladen und auch durchreichen. Ne? Genau, das ist ganz praktisch, denn hier könnten ja Fahrräder drin sein, dann komme ich hier schon nicht mehr ran. Genau, dann würde man von der Seite schon nicht mehr drankommen. So hat man die Möglichkeit, von beiden Seiten ranzukommen. Also Türen im Kofferraum sollten auch schon beidseitig sein. So, jetzt habe ich hier ein System. Ich muss schon gucken, wenn alles verschlossen ist, das ist schon ein bisschen Arbeit. Kann ich da was nachrüsten? Also da kann man natürlich auch andere Schlösser nachrüsten. Zentralverriegelung gibt es nicht für die Fahrzeuge. Zumindest nicht für die Hecktüren oder die Klappen außen. Es gibt nur die Möglichkeit, eben noch zusätzliche Schlösser anzubringen. Okay, dass es also nicht aufgebrochen werden kann. Genau. Weil viele fragen, geht denn eine Zentralverriegelung? Das ist hier, also hier ist es schon so, ich komme an, mach auf, mach zu. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Seite bin, habe ich meine Tische und Stühle drauf, dann muss ich schon gucken, dass da auf der linken Seite dann zu ist, oder? Ja, man sollte gucken, dass zu ist. Ich habe persönlich auch noch nicht erlebt, dass einer jetzt von der anderen Seite irgendwo was gestohlen hat, wenn man auf dem Stellplatz gestanden hat, weil die Stellplätze im Prinzip ja gesichert sind. Also was geht, ist Zentralverriegelung für die Aufbautür, dass man mit dem normalen Schlüsselcover eben Fahrradtüren und Aufbautür öffnet und schließt. Das ist auch möglich direkt ab Werk? Das ist auch möglich ab Werk, ja. Aber die ganzen Kästen, Versorgungskästen, das ist immer mit separaten Schlüsseln. Super, ja, fangen wir vielleicht mal hier an. Was ist da drin? Da ist die Toilettenkassette drin. Ja, ja, das ist eine recht große. Da ist jetzt nicht die ganz große drin, da ist eine mittlere drin. Die hat dann 17 Liter Inhalt. Genau, es gibt noch 22. Gell? Es gibt noch 22, kann die jetzt drehen, fahre hier den Stutzen aus, drücke auf diesen Knopf, mache hier auf und kann halt in den vorgesehenen Ausguss reinkippen. Mach einen Schluck Wasser rein, nochmal die Chemie rein, mach wieder bei und schieb sie ganz normal nochmal mit den Rädern als erstes vorne rein, drück rein, rastet ein, fertig. Ja, Tedford, einer der Marktführer für den Bereich. Wichtig ist auch noch, bitte nicht entsorgen in der normalen Toilette, das ist eine Chemietoilette. Genau. Die Chemie selber, wie liegt die im Preis?
Das ist Flüssigkeit, liegt so ungefähr bei 15 Euro, so eine 3-Liter Flasche. Und es gibt aber auch Tabs, wie die Spülmaschinen heute und Waschmaschinen auch haben. Da sind wir bei 11, 12 Euro so eine Dose. Ja, wobei die Flasche auch lange hält. Also genau, die hält also, so 10, 12 ja, Anwendungen. Genau, ja. So ist es. Ja. Es gibt noch andere Systeme, wenn Sie also keine Chemie mögen, aber hier ist jetzt eine eingebaut. Das ist auch die meistverbreitete, muss man sagen. Also ja, Dometic ist mittlerweile gleich stark. Also was Toilettenanlagen angeht, Dometic und Tedford. Ja, wir kommen gleich mal kurz auf die Fenster zu sprechen, denn hier ist auch eine Besonderheit. Wir haben also bündige Fenster mit drin. Vielleicht noch mal kurz auf der rechten Seite, wo wir eben angefangen haben. Hier ist eine kleine Öffnung drin. Was hat die für eine Funktion? Das ist das Abgasrohr von der Truma Heizung und Warmwasserbereitung. Da kommt eben die warme Luft unten raus. Also wie bei der Gasheizung zu Hause, Brennwerttechnik, und oben wird die Luft angesaugt. Gut, also fix und fertig. Blau. Das sieht, ist Wasser. Wasser, das heißt, hier sitzt in der Sitzgruppe, unter der Sitzgruppe ein Wassertank, 100 Liter, schließe ich auf und kann eben da ganz normal Wasser reinlassen. Genau, ist auch ganz einfach. Das heißt, am besten so lange laufen lassen, bis es oben rauskommt. Bis es rauskommt, kann genau, nichts falsch machen. Kann nichts passieren. Genau. Bei den Fenstern, weil du das eben angesprochen hast, da sieht man, das sind sogenannte Flächenfenster, Rahmenfenster. Die sitzen nicht auf, sondern sind flächenbündig. Dadurch ist der Luftwiderstand geringer, Luftgeräusche geringer und halt optisch etwas schöner. Sind auch schon serienmäßig jetzt in dem Preis enthalten. Ja, von Polyvision können Sie gerne mal nachschauen. Von Polyplastik aus Holland, wirklich ein namhafter Hersteller, der absolute Qualität bietet. Das ist hier eingebaut, aber es ist noch viel mehr eingebaut. Wir haben nämlich hier AdBlue-Technik mit drin und wir haben in dieser Sonderversion Leichtmetallfelgen. Da sind die Leichtmetallfelgen schon inkludiert, genau, von Fiat. Und wir haben auch da wieder einen normalen Sommerreifen drauf. Wenn man Allwetterreifen haben möchte, dann würden wir umrüsten auf Allwetterreifen. Ja, die kosten nicht viel. Das ist ein sehr gängiges Format. Wir reden hier von einem der meistverkauften Transporter Europas. Denn ich sag mal, so ein Reifen um die 90 Euro? Ja, zwischen 80 und 90 Euro. Und sehr guter, wie jetzt der da drauf ist. Ja, Thema Beleuchtung, Thema Service. Also wenn ich so ein Fahrzeug habe, der entsprechende Hersteller von dem Fahrzeug, wer hat das gebaut? Ist Fiat Ducato, also Fiat, gehört ja jetzt alles zu der PSA-Gruppe in Frankreich. Das heißt also, das Netz ist unbegrenzt in ganz Europa. Ich denke, dass man mittlerweile dann auch irgendwann in Zukunft auch zu den PSA, also Peugeot und Citroën-Händlern fahren darf, um die Fahrzeuge warten zu lassen. Und da gibt es also keine Beschränkungen und keine Reklamationen. Hier gibt es einen LED-Streifen als Tageslicht bereits in den Scheinwerfern mit drin. Sehr schick. Das ist die neueste Modellvariante hier 2020. Ja, von den Fahrzeugen selber, es ist ein teilintegriertes Fahrzeug. Wir hatten im letzten Video uns kurz drüber unterhalten. Es gibt vollintegrierte, es gibt teilintegrierte, es gibt Kastenwagen. Und es gibt noch was Besonderes. Es gibt auch so ein VW-Büsschen, das hat ein Aufstelldach hinten drauf. Das ist es. Hier haben wir einen teilintegrierten. Das ist schon, ich sag mal, ein sehr gängiges Fahrzeug. Also das heißt, die Fahrzeugklasse bietet viel Raum für wenig Geld. Genau, also die Teilintegrierten sind eigentlich die Mehrzahl der Wohnmobile ausmacht, weil man halt auf einer gewissen Länge von 6,90 Meter, in dem Fall jetzt hier unter 7 Meter, halt einen sehr großen Raum hat mit einem sehr großen Kofferraum. Und dieses Fahrzeug wäre jetzt zum Beispiel auch für 3 Personen oder 4 Personen auf jeden Fall nutzbar. Ja, das Schöne ist auch, ich habe die Originalfahrzeugkabine vorne. Thema Sicherheit, also ich sitze im vorderen Bereich in dem Originalfahrzeug drin. Genau. Das ist bei Vollintegrierten natürlich so. Da habe ich praktisch nur das Fahrgestell unten drunter. Da habe ich nicht mehr vorne hier die Nase. Da habe ich andere Vorteile, wie ich habe noch mehr Raum und so weiter. Aber im Punkto Sicherheit ist das schon sehr sicher. Genau, also Sicherheit ist hier halt die Crashzone, genau wie bei allen Millionen Lieferwagen, die gebaut werden in der Version Fiat Ducato. Und beim Vollintegrierten habe ich halt diese Frontmaske, die meistens GFK ist, die halt weniger Knautschzone zulässt. 140 PS, du hast mir im letzten Video erzählt, die Technik wird immer agiler. Das heißt, die 140 PS von heute fühlen sich ganz anders an wie von damals. Also ich sage immer, im Vergleich ist ein 140 PS jetzt mit dem neuen Motor so wie ein 150, 160 PS bei dem alten Motor aus 19. Die Motoren sind sehr agil und vor allen Dingen sind es ja keine Rennwagen. Man kann mit den Fahrzeugen am Berg überholen, LKWs oder PKWs. Und man fährt ja im Schnitt zwischen 80 und 130 und von daher ist das mit dem Schaltgetriebe eine vollkommen ausreichende Motorisierung. Ja, vorne haben wir den Landstrom, mach mal bitte auf. Da kann ich mich mit 230 Volt versorgen, zum Beispiel auf dem Campingplatz oder zu Hause. Genau, da steckt man eben den Landstrom rein, auf dem Campingplatz, Stellplatz oder zu Hause und bekommt eben die Batterie nachgeladen. So, und direkt daneben, was ist da drin? Da wären jetzt kämen die zwei 11 Kilo Gasflaschen rein.
Die sind nicht dabei. Die sind nicht dabei, genau. Aber in jedem Baumarkt, aber auch auf Wunsch bei euch. Genau, kann man bei uns auch zusätzlich optional kaufen oder im Baumarkt. Das Loch im Boden ist damit, wenn Gas austreten würde, es ist vorgeschrieben vom Gesetzgeber, wie groß das sein muss, weil das Gas schwerer ist wie Luft, würde das direkt nach außen gehen. Ja, es hat unten direkt eine Verbindung zum Fahrzeugboden. Ja, hinten haben wir uns alles angeschaut. Jetzt ist der Fahrradgepäckträger dabei. Der ist dabei, würde in dem Fall aber innen montiert werden, nicht außen. Innen, was heißt das? Innen, das heißt, wir haben einen Radträger, der im Prinzip hier an der Rückwand innen befestigt wird und dieselben Arme hat, als wenn er draußen wäre. Das gibt's? Ja, ja. Und dann kann man eben 2, 3 oder 4 Fahrräder nebeneinander eben reinstellen und die würden dann ganz normal so stehen, als wenn sie hinten auf dem Außenträger drauf sind. Gegen entsprechenden Aufpreis kann ich das ändern? Oder geht das gar nicht hier bei dem Auto? Doch, also kann man auch ändern. Wenn man jetzt den draußen drauf haben möchte, kann man das natürlich auch draußen haben. Wir haben nur jetzt mal vorgesehen, dass bei dem Fahrzeug im Preis der Innenträger drin wäre, weil wenn zum Beispiel jemand ein E-Bike hat, was heute schon, wenn es älter ist, sage ich mal, 2000 Euro gekostet hat und ich bin davon überzeugt, dass die Fahrräder da nach unserer Krise deutlich teurer werden, gerade die E-Bikes, dann sollte man auf jeden Fall so ein teures Teil nicht auf den Heckträger stellen, sondern lieber in die Garage, die verschlossen ist. Ja, dabei ist auch diese tolle Markise. Genau, Thule-Markise ist auch schon inkludiert. Was hat die für eine Länge? Bei der ist jetzt 4 Meter. 4 Meter Länge, 4 Meter. Das heißt also. Ja, man sieht, also die geht über die gesamte Fläche rüber, so lang, wie es irgendwie möglich ist. Die ist im Preis schon mit drin. Das Fernsehen mit der automatischen Sallanlage ist im Preis schon mit drin. Und eine Solaranlage ist auch schon im Preis mit drin. Ja, das Thema Laufleistung, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Wir haben hier ein Original Fiat Ducato. Du hast Fahrzeuge gesehen, die haben wirklich mal so 300.000, 400.000, 500.000 Kilometer drauf. Das erreichen die meisten aber nicht, oder? Also es kommt immer darauf an, wie man das Fahrzeug einsetzt. Es gibt viele, die das als Hausersatz haben oder sogar als Haus haben, die viel fahren. Die bekommen dann natürlich 500.000, 600.000 Kilometer drauf. Der normale, der auch noch ein Zuhause hat, ich sage eine Wohnung oder ein Haus, der fährt so vielleicht 120.000, 130.000. Ja, da ist es hier vorne. Ja, hier sieht man die Integration der Kabine. Wir gehen am besten mal rein. Die Außenbeleuchtung ist natürlich schon mit drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze, kann ich hier ein Licht anschalten. Ich habe hier einen Griff mit dabei, dass wenn ich den benötige zum Einsteigen, dann kann ich ihn direkt benutzen. Ich habe hier eine ausfaltbare doppelte Eintrittsstufe drin, die wir leider nicht zeigen können, weil, wie gesagt, die Batterien noch nicht angelegt sind. Das Fahrzeug ist, sie sind immer im Krach neu und das wird erst immer bei der Inbetriebnahme werden die erst angelegt. Fährt automatisch über den Schalter raus. Ist auch sehr zuverlässig. Thule, einer der Marktführer hier. Ist Marktführer, da gibt es also keine Probleme mit diesen Stufen. Dann kann man sich hier festhalten, tritt eben auf die Stufe dran und kann rein. Jetzt gehen wir eben so rein. Genau, hier vorne ist direkt ein Fach für Schuhe. Genau, das ist der Schalter für die Treppe ein- und auszufahren. Licht und Licht. Und hier kann man eben Hausschuhe oder Außenschuhe, egal was, eben reintun. Ja, der Boden ist Vinyl, ist sehr, sehr strapazierfähig. Hier kann auch mal was runterfallen, kann nichts kaputt gehen. Ja, also kann nichts kaputt gehen und vor allen Dingen feuchtigkeitsbeständig. Also man kann richtig nass im Prinzip ausputzen, waschen, ohne dass da irgendwas anfangen kann zu faulen. Ja, fangen wir direkt mal vorne an. Was man direkt sieht ist, gegenüber dem 6-Meter-Modell habe ich hier vorne direkt einen Sitzplatz. Genau, es gibt einen weiteren Sitzplatz, den ich halt nutzen kann, um eben zum Beispiel mit der dritten Person hier am Tisch zu sitzen, um zu frühstücken. So, ich komme mal kurz rein zu dir, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Genau, das wäre zum Beispiel jetzt in dem Fall möglich. Oder man kann ihn auch für, wenn man möchte, als Beinablage nutzen. Genau, wenn du es gerade nochmal zeigst mit der Beinablage. Sehr, sehr praktisch. Ich kann den Sitz auch weiter drehen. Das, theoretisch geht das, oder? Auf dem Sitz, genau. Kann ich auch komplett drehen. Denn, ich sag mal, viele Leute gucken hier auch Fernsehen im Auto. Das ist möglich, solange das Hubbett, auf das wir gleich kommen, das ist hier nämlich eingebaut, noch nicht ausgefahren ist. Genau. Also dieses Fahrzeug, habe ich ja gesagt, ist für 3 oder 4 Personen. Wir haben ein Hubbett mit drin und das Fernsehen würde jetzt montiert werden, was natürlich im Preis inkludiert ist, an dem Halter, der da angebracht ist bereits, an der Stelle. Ich zeige es mal gerade von etwas weiter weg, dann sieht man es nämlich, wo es ungefähr ist. Das heißt, das Fernsehen ist hier und der Jürgen sitzt da. Genau. So, jetzt, wenn das Bett runter wäre, könnte ich aus dieser Position nicht mehr gucken. Aber ich kann jetzt den Fernseher natürlich ausfahren und kann ihn hier rausziehen. Wenn der jetzt nicht blockiert ist, dann kriege ich den auch raus. So, und dann kann ich den hier rumdrehen. Und jetzt kann ich das Fernsehen von hinten zum Beispiel schauen. Vom Bett. Vom Bett aus, genau.
Stark. Also da haben sich Leute was dabei gedacht. Ist auch im Laufe der Zeit immer ausgefuchster geworden, diese Halterung. Ja, Fernseher ist heute eine Sache, die wir uns alle nicht mehr wegdenken können. Und deswegen haben die Fahrzeuge immer einen Fernseher, meistens sogar zwei. Setz dich nochmal vorne hin, dass wir das Raumgefühl einfach mal sehen. Jetzt hast du den Beifahrersitz gedreht. Ist das Drehen schwierig? Nee, das ist hier ein kleiner Hebel. Den macht man nach vorne und dann kann ich den ganz normal drehen. Hast du den zweiten auch schon gedreht? Das ist ja extrem wichtig, wie lange brauche ich praktisch, wenn ich jetzt irgendwo bin und will mal schnell umdrehen. Du musst vorne den Sitz jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Ich muss den hier ein bisschen vorziehen. Genau, wenn du es mal gerade machst, sonst denken die Leute, es klappt nicht. Genau. Geht. So, dann habe ich Platz, kann das so machen, kann aber auch mich einfach hier hinsetzen. Das heißt, es ist ja öfter mal so, wenn es auf der Raststelle, einer will mal kurz auf Toilette, da will ich den Sitz vorne nicht drehen. Genau, und das geht auch hier. Genau. Da sieht man auch die Gurte für die dritte und vierte Person. Dann kann ich eben da ganz normal eben mich hinsetzen und am Tisch was essen oder was trinken oder wie auch immer. Das Fahrzeug ist wirklich jetzt mal für bis zu vier Personen ausgelegt. Genau, also wir haben dieses Hubbett mit drin. Das heißt, hinten können zwei Personen auf jeden Fall schlafen oder drei. Wenn man ein Kleinkind zum Beispiel hätte, würde noch hinten mit dabei gehen, weil das Bett ja auch zusammen machbar ist in der Serienfunktion als Doppelbett. Dann hat man eine Spielwiese und hier würde jetzt das Bett eben nach unten gefahren werden. Genau, das ist sogar mechanisch. Genau. Das können wir das mal zeigen? Das können wir runterholen. So, und dann hätte ich hier eben ganz normal das Doppelbett, habe vorne das Hutzenfenster, dadurch habe ich hier die Beleuchtung und sogar noch ein Fenster über dem Bett oben drüber, was bei den meisten immer, wenn es überhaupt drin ist, Zusatzausstattung ist, dass man über dem Hubbett auch noch ein Fenster hat. Ja, ich kann auch richtig dicht machen, wenn ich meine Ruhe haben will. Genau, ich kann hier Vorhang vorziehen, also da ist alles möglich. Was cool ist, genau, wenn du mal kurz vorgehst und es nicht ganz hoch machst, ein bisschen runter machst, so, du kannst auch drunter durchkrabbeln, auch wenn es ganz oben ist. Ja, also wenn du das mal gerade machst aus Notgründen. Das wäre jetzt die Situation, dass ich hier noch drunter rausgehen kann aus Notgründen, ohne dass ich jetzt im Fahrzeug eingesperrt wäre. Genau, das ist wichtig, denn es kann ja mal sein, es passiert wirklich was, man muss schnell raus. Dann kann man zwar zum Fenster raus, aber die Tür ist natürlich deutlich angenehmer. Da komme ich immer noch raus. Genau. So, das heißt, der Sitz ist auch neigungsverstellbar, wie ich gesehen habe. Neigungsverstellbar, genau. Du warst ganz überrascht. Genau, ich habe den jetzt runtergefahren, weil eben war meine Beinlage hier zu schlecht gewesen. Jetzt ist das schon ein bisschen besser. So, viele Menschen benutzen ja das Fahrzeug, ich sag mal, um durch ganz Europa zu fahren. Da geschieht viel draußen. Jetzt ist es aber so, es kann auch mal schlechtes Wetter sein. So, und da muss man drinnen etwas mehr machen. Ich habe hier richtig viel Platz in dem Fahrzeug. Das bedeutet, ich kann mich also auch mit vier Personen, hinten können zwei lümmeln, vorne können die sitzen. Genau, also hinten kann jemand liegen oder sitzen. Das ist ganz egal, wie man das macht. Das muss jeder selber wissen. Ich habe hier die Möglichkeit, aus diesem Doppelbett eine Spielwiese zu machen. Also zwei Einzelbetten, indem ich das hier zusammenschiebe, das Kissen reinlege. Jetzt siehst du, jetzt hast du 2 Meter mal 2 Meter. Auch für lange Leute ist das ein Fahrzeug. Wir haben auch wieder hier die notwendige Deckenhöhe, die immer wichtig ist. Ist riesig. Auch, ist also riesig. Du bist 1,80 Meter. Genau. Du hast bestimmt 20 Zentimeter noch drüber. Ich habe immer einen Zollstock im Mann. Wenn man das jetzt mal sieht, da haben wir das Fenster. Wenn wir jetzt mal zur Decke gehen. 27. So, und dann sieht man, dann kann also jemand, der fast 2 Meter ist oder 2 Meter ist, problemlos hier drin gehen. Das ist immer ein wichtiges Argument. Und auch das Bett, siehst du, ist diese Seite hier länger. Hier kann ein 2-Meter-Mann liegen. Hier auf der Seite ist durch die Toilette natürlich etwas kürzer. Mhm. Aber nur ein bisschen, nicht viel. Genau. Ich habe hier unten drunter dann entsprechend die Kleiderschränke. Warte mal kurz rum. Da habe ich Böden drin, die kann ich rausnehmen? Die kann man rausnehmen und kann Stangen reinmachen. Auf der Seite hier genau dasselbe. Denn ist auch die Elektroversorgung unten für 220 Volt. Den Platz kann man gar nicht genug haben. Genau. Das heißt, das Mittelding, das kann ich rausholen. Der Vorteil ist, wenn es nicht rausgeholt ist, kann ich sehr bequem Platz nehmen. Mach das mal bitte, hier ist eine Stufe. Nicht zu viele Stufen in dem Fahrzeug, denn ganz viele Fahrzeuge sind unglaublich verbaut. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Wenn du gerade noch mal ganz langsam hochgehst, dass man das mal sieht. Also wenn ich jetzt ein bisschen älter bin zum Beispiel und kann nicht mehr so gut gehen, kann ich ganz bequem hochgehen und kann mich einfach fallen lassen aufs Bett. Genau, ich kann mich aufs Bett fallen lassen. Aber was viel wichtiger ist für die Leute und was man oft nicht kann, ist so auf dem Bett sitzen. Dann muss man nämlich den Kopf einziehen, weil die Decke hier zu weit runter ist oder das Bett zu hoch ist. Und du siehst, selbst ich mit 1,80 habe immer noch Luft oben und kann im Prinzip hier auch ganz normal auf so einem Bett sitzen. Das heißt, lieb, wenn du mal kurz die Katze aus dem Sack lässt, wo liegen wir hier preislich bei dem? 56.500 in der Komplettausstattung. Nochmal, 56.500 in der Komplettausstattung. Mit Mehrwertsteuer, mit allem? Mit Mehrwertsteuer, mit allem drum und dran. Genau. Okay. Und dem neuen Galizia Polstern.
Weil das, was man hier sieht, ist dieses Jahr neu. Dieses Graue, für mich die beste Farbe, mein persönlicher Hit, weil auch da wieder, wenn man sieht, wie Häuser gestrichen werden, wie Wohnzimmer eingerichtet werden, wie Esszimmer eingerichtet werden, ist dieses Grau heute der absolute Hit. Du siehst, wie hochwertig das gemacht ist mit diesen Type-X-Schränken, die hier oben drin sind und die viel Platz bieten mit den Leseleuchten. Auch hier wieder ein selbstschließendes System. Geht automatisch zu. Und schließt, bumm, und du hörst nichts. Und wieder das, was ich immer wieder sage, schau dir die Spaltmaße an. Die sind so wie bei den deutschen Premium-Herstellern. Und wir haben aber ein ganz anderes Preisgefühl hier. Ja, ziemlich cool ist, dass ich sag mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kein Klapperfahrzeug kriege, sondern ich kriege ein Fahrzeug, was sich nicht verstecken muss gegenüber den deutschen Premium-Herstellern. Nein, auf keinen Fall, weil diese Fahrzeuge werden bei Leica in der Toskana produziert und Leica ist ein Werk, was sehr deutsch orientiert ist. Die Geschäftsführung ist größtenteils deutsch und da legt man eben größten Wert. Ich war des Öfteren schon im Werk gewesen, größten Wert auf die Qualität und die Qualität spiegelt sich hier in allen Details wider. Und das kann man wirklich so sagen. Wir haben keinerlei von allen verkauften Fahrzeugen irgendwelchen Garantierückläufer, wo die Leute sagen, da klappert was, da rappelt was, da ist irgendwas, was nicht stimmt. Wenn überhaupt was ist, dann sind es meistens Bedienungsfehler, weil die Leute bei der 3-Stunden-Einweisung, die wir machen, überfordert sind und dann immer sagen, ja, habe ich verstanden, aber es nachher aber vergessen haben. Ja, es gibt so Kleinigkeiten. In der Leselampe sind USB-Anschlüsse drin. Genau, da muss man erstmal drauf kommen. Genau, sind USB-Anschlüsse drin. Da siehst du es, da an der Seite, genau, dass man da eben noch ein Handy laden kann. Handy kann man oben auf die graue Leiste oben drauflegen, also so. Lichtschalter zentral in der Mitte, genau, wohin gehört. Zentral in der Mitte. Ein Fenster überm Bett, zwei Seitenfenster, Verdunklungssysteme, komplett alles. Auch hier kann ich wieder über den Vorhang einen separaten Bereich. Ich setze mich mal hin, du machst mal zu, genau, das, was man sieht. Einen separaten Bereich machen. Ich kann halt im Prinzip zum Abtrennen. Beispiel, wenn ich jetzt Kinder habe, die mittags schlafen wollen noch, kann dunkel. Ich hier dunkel machen und kann eben sagen, da habe ich einen kleinen separaten Bereich. Eigentlich ist das Fahrzeug für zwei Personen auch ganz toll, wenn ich einfach viel Platz haben möchte und es gibt ja auch Leute, die wollen ab und zu mal ein bisschen Ruhe haben. Ich habe also dann auch die Option, wenn ich zum Beispiel jetzt zu zweit fahre, kann ich hier schlafen, kann aber auch mal die Enkel mitnehmen, was auch sehr praktisch ist durch das Hubbett. Genau, also es gibt viele Leute, die natürlich so ein Fahrzeug kaufen, die es aber im Prinzip oft nur für zwei brauchen, die aber sagen, ja, ich will aber auch mal meine Kinder mitnehmen, ich will auch mal vielleicht noch meine erwachsene Tochter mitnehmen, die man mitfahren will. Und dann hat man immer dieses Hubbett, was ein vollwertiges Bett ist. Denn ich persönlich halte nichts davon, die Sitzgruppen umzubauen als Bett. Das ist was für ein Kind, was bis zu 10 Jahre alt ist. Aber es ist mit Sicherheit nichts für einen Erwachsenen. Ja, es gibt so wirklich tolle Sachen. Also abgesehen davon, dass die Schränke selbstschließend sind. Wenn du mir das nochmal zeigst, hier bei dem Küchenschrank, wie hochwertig die Qualität ist. Und wir haben viele Scharniere immer. Du siehst auch hier, der Schrank ist sehr weit nach unten gezogen. Dadurch wird er extrem groß. Wir haben immer die Einlegeböden drin, sodass man auch aufteilen kann. Und du siehst auch hier wieder diese starken, richtig festen Scharniere, wie viele Schrauben da pro Scharnier verschraubt sind, sodass da nichts kaputt gehen kann. Also das ist alles sehr, sehr hochwertig gemacht. Und auch die schließen natürlich vollständig und selbstständig alleine. Was mir bei dem Fahrzeug hier sehr gut gefällt, ist dieser Platz, wo jetzt die Fahrzeugmappe liegt. Der ideale Platz für meine Seco-Kaffeemaschine hinzustellen. Genau, wenn du die mal kurz wegnimmst, die Mappe. Ich drücke drauf und kann mir dann entsprechend immer hier schön meinen Kaffee machen. Die kann auch während der Fahrt da stehen. Wenn man an die Rutschmatte drauf macht, passiert da gar nichts. Fällt nicht um, ja. Fällt nicht um. Hier oben drüber habe ich direkt die 220-Volt-Steckdose. Alles das ist direkt am richtigen Platz. Da ist also mit viel Verstand gedacht worden. Genau, wenn du mal so lieb bist, mal die Mappe mal aufmachst, ich will da mal reingucken. Da sind alle im Prinzip Anleitungen von allen verbauten Sachen drin, genau, die von namhaften Herstellern. Genau, alle verbauten Sachen von den einzelnen Herstellern der Technik. Und es gibt einmal eine komplette Anweisung auf Deutsch von Etrusco. In Papierform noch. In Papierform, genau, wo alles im Prinzip nochmal erklärt ist für den Bediener, wie man was machen muss und so weiter und so fort. Ja, wir machen in Kürze eine Serie, wo wir wirklich Wohnmobile allgemein mal erklären. Denn ich meine, du hast mir eben selber gesagt, so eine Einweisung, die ist nicht in einer Minute zwei getan, sondern da sollten die Leute ein bisschen Zeit mitbringen. Und wir werden das mal einzeln drehen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich bei allen Wohnmobilen gleich. Zum Beispiel, wie befülle ich Wasser, Gasanschluss und so weiter. Das ist alles sehr ähnlich, oder?
Das ist ähnlich. Also wir machen es bei uns so, bei mir oder bei uns geht kein Fahrzeug raus, ob neu oder Gebrauchtfahrzeug, wo nicht eine ausreichende Einweisung passiert. So sieht ein richtiges Kochfeld aus. Großes Problem bei vielen Kochfeldern, man kriegt keine zwei großen Töpfe drauf. Hier kriegt man drei kleine drauf oder wirklich... Oder zwei große kriegt man auf jeden Fall drauf oder drei normale. Aber auf jeden Fall ist das mal ein manierliches Kochfeld, in dem man auch entsprechend was drauf machen kann. Sind auch nicht mehr so diese ganz kleinen Metallstäbchen, die ich kenne noch vom Wohnwagen. Ja, die ewig endlich sind zum Putzen. Hier kann man richtig mal auch mal sauber machen, was natürlich auch... Kannst auch rausnehmen. Kannst auch rausnehmen, genau. Großer Vorteil. Genau. Ja. Da habe ich denn drei Felder mit dabei. Hier unten drunter sind die Gasanschlüsse drin? Gasanschlüsse, Schubladen, schon mit der Einlage drin, auch fürs Besteck. Auch die sind natürlich selbstanziehend. Töpfe? Für Töpfe, alle drei. Und ein Schrank noch zusätzlich, den man auch zum Hängen nutzen kann oder man macht noch Regalböden rein. Ja genau, wenn die Kinder mal nicht artig sind, kann man sie da aufhängen. Das ist ein Scherz. Hier vorne hat man eine ganz große Spüle, die ist aus Edelstahl. Genau, die Spüle ist aus Edelstahl und wir haben richtige metallige Wasserhähne, also keine Plastikwasserhähne. Da ist die Gefahr auch nicht so groß, dass die im Winter mal eventuell kaputt gehen können. USB-Stecker, du siehst den Spritzschutz. Und was ich bei dem Fahrzeug immer gern erkläre, ist das, was du jetzt gemacht hast. Du bist in diese sogenannte Nische hier reingegangen. Ja, ich gehe mal ein Stück zurück, da kann man das mal zeigen. Also ich gehe nochmal rein. Ich gehe in diese Nische rein. Warum ist diese Nische da? Es gibt Frauen, die vielleicht eine Größe haben von 1,50 Meter, 1,60 Meter. Die haben immer das Problem, dass sie nicht an diese Schränke kommen, weil sie dann hier stehen würden. So, hier kann ich aber relativ nah an die Schränke gehen und komme auch als normal gewachsene Frau oder Mann entsprechend an die Schränke dran. Und ich habe automatisch den Durchgang frei. Ich kann also hier durchgehen, ohne dass ich sagen muss, komm mal nach vorne. Und dann kann der andere, muss ich dann hier hinstellen, um dann hier reinzukommen wieder. Also wenn ich hier stehe, kann man problemlos aneinander vorbeigehen oder zum Beispiel auf die Toilette gehen oder ins Waschbecken gehen. Was toll ist, es gibt die Option, ich weiß nicht, ob sie seemäßig ist, man kann den Fußboden elektrisch beheizen, richtig? Genau, also das ist nicht serienmäßig, aber man kann es optional bestellen, dann wäre der Fußboden elektrisch beheizbar. Genau, es gibt viele Leute, die kriegen kalt Füße. Genau. Und hier ist eine Luftheizung mit drin, erklär das mal. Genau, da ist eine Truma-Heizung drin, also eine Kombi 4 oder Kombi 6. Bedeutet, die Luft wird warm gemacht und wird eben über diese Ausströmungen, die überall sind. Zeig's mal ganz vorne. Die sind wirklich überall. Genau, wird diese warme Luft rausgeblasen. Ich gehe mal kurz hier vorne hin. Über den Ventilator und erheizt den Raum eben so stark, dass man eben in so einem Fahrzeug locker 26, 27, 28 Grad erreicht. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist nämlich interessant, dass nämlich genau der Luftaustritt an den Stellen ist, wo man es auch gerne hat. Das heißt also zum Beispiel unter der Sitzgruppe für warme Füße, wenn man das will. Genau, also man sieht hier zum Beispiel dieser weiße Deckel, der da ist. Da kann ich jetzt einstellen, wie der Luftstrom ist. Ich kann ihn nach vorne blasen, dann bläst er den unter den Sitz und ich habe dann automatisch vorne warme Füße. Darf ich denn die Heizung betreiben während der Fahrt? Ja, also die haben einen Krechsensor drin, die Fahrzeuge, und dann darf ich natürlich auch während der Fahrt heizen. Da siehst du auch unterm Tisch unsere serienmäßige 230 Volt Steckdose, die verbaut ist. Wenn ich Landstrom habe, muss man sagen, serienmäßig. Genau. Du hast die Möglichkeit, du kannst einen sogenannten Inverter einbauen, dann kann ich auch während der Fahrt mein MacBook laden an 230 Volt. Genau, also machen wir fast mittlerweile von 10 neuen Fahrzeugen bekommen einen Inverter mit einer zweiten Aufbaubatterie und dann habe ich 2000 Watt Dauerleistung und kann halt bis zu einer richtigen Kaffeemaschine frischen Kaffee mahlen und man braucht nicht an der Tankstelle den teuren Kaffee zu kaufen für 4-5 Euro, der dann vielleicht noch nicht mal schmeckt. Also alles das ist heute möglich und man hat denselben Standard wie zu Hause. Die Nespresso zum Beispiel, genau. Da gibt es ja verschiedene Systeme. Das hier ist ganz praktisch, ich zeige es mal gerade von komplett, das ist der Kühlschrank. Das heißt, wir haben einen Automatik-Kühlschrank mit drin. Der ist Hochglanz und hat ein Gefrierfach mit drin. Genau, hat ein Gefrierfach oben und unten eben einen normalen großen Kühlschrank, wie man den von zu Hause kennt. Der ist auch beleuchtet, wenn ein Strom drauf ist. Ist beleuchtet, Fahrzeug genau. Ist neu. Hier vorne sieht man, das sind die Bedienelemente. Hier kann ich ablesen, wie ist der Wasserstand, wie viel Volt hat die Batterie, beide Batterien. Genau, wie viel Volt haben die Batterien, wie viel Wasserstand ist im Abwasser- und im Brauchwassertank. Das kann ich alles abfragen und ich sehe halt hier, dass ich eben Strom von außen habe, wenn das leuchtet. Und das ist der Zentralschalter, um alles anzuschalten. Auch das Bedienpanel für die Heizung, für die Truma-Heizung,
Ganz einfach, ich brauche keine große Bedienungsanleitung. Ich drehe nach oben, da habe ich Warmwasser 40 Grad oder 60 Grad oder nach unten nur Heizung oder ganz nach unten Heizung mit Warmwasser. Wenn du die Hand wegnimmst, dann zeige ich das mal. Das heißt, ich habe zwei Ringe. Genau. Das eine ist fürs Wasser, das andere für die Heizung. Thermostat wie zu Hause. Thermostat wie zu Hause. Ganz einfach einstellbar. Großer Spiegel. Großer Spiegel, genau. Ganz wichtig, dass man sich drin sehen kann. Sogar große Leute. Wir haben hier Haken, um was aufzuhängen. Ist ganz wichtig. Und wir haben vor allen Dingen ein ganz großes Bad, was umgebaut werden kann zur Dusche. Ich zeige erstmal außen, das habe ich noch nie gesehen. Da ist was integriert. Ist das die Duschabtrennung in der Tür drin? Ja, in der Tür drin, genau. Das ist aber neu. Das ist bei Otrusco schon seit Beginn so. Also die Tür sieht außen ganz normal so aus. Und wenn ich jetzt aufmache, habe ich die Duschabtrennung in der Tür drin. Wichtig ist vor allen Dingen das, was ich immer gern zeige. Ich bin nicht der Kleinste. Wo habe ich immer das größte Problem, wenn ich auf einer Toilette bin und muss meine Knie abhacken, damit ich da überhaupt manierlich drauf sitzen kann. Man das sieht, hier habe ich keine Probleme, irgendwelche Geschäfte zu verrichten. Gerade Männer, die wollen ja so lange da sitzen, bis die Beine absterben. So, und jetzt habe ich eben die Möglichkeit. Was ist das denn? Jetzt, zeig nochmal. Jetzt baue ich um. Also jetzt hier kann ich mir die Hände waschen nach dem Toilettengang. Oder jetzt zum Desinfizieren. Jetzt brauche ich das nicht. Jetzt mache ich hier zu. Einmal nach da. So, und kann dieses Teil hier, was ich hier aufmache, eben wenn ich die Tür innen zu habe. Als Spritzschutz zumachen. Das dann ist alles noch, Kunststoff. Kann man einmal zeigen, weil das ging so alles, schnell jetzt. Alles Kunststoff. Hier kann nichts raulen, hier kann nichts rosten. Es ist überall Kunststoff. Genau, wenn du nochmal selber rausgehst, da sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Weil das habe ich noch nie gesehen. So, und jetzt, das ist praktisch der Waschplatz. Warte mal kurz, ich gehe mal gerade in die Kamera rein. Das ist der Waschplatz. Das ist der Waschplatz, genau. Und den kann ich komplett wegdrehen. Genau, also jetzt wasche ich mich. Ich habe Spiegel, vor allen Dingen dieser Eckspiegel ist ganz wichtig für die Frauen. Wenn man mal von der Seite meine schönen Haare betrachten möchte hier, dann habe ich da die Möglichkeit vom Seitenspiegel, mich eben auch hinten zu kämmen. So, und hier habe ich den Schrank an der Seite, wo Toilettensachen reinzutun. Genau. So, jetzt brauche ich den nicht, weil ich duschen will. Dann mache ich eben den ganz einfach hier darüber zu und habe hier eben meinen Duschschlauch. Wir haben jetzt so viele Videos gedreht, das habe ich noch nie gesehen. Ja, mein Duschschlauch kann halt ganz normal hier zudrehen. So, und jetzt kann ich hier ganz normal ein Hebelmischer und kann hier mich einduschen, Fenster zumachen, aufmachen und habe halt ganz normal die Möglichkeit, eben hier drin auch zu duschen. Wie bei allen Etruscos, die Stange zum Handtuch aufhängen danach, Fenster mit Mückenschutz, alles da. So, zum Lüften nämlich, ganz wichtig. Und ich kann zumachen, damit die schönen Abgase, die mein Hund so mag, auch hier drin bleiben. Genau, also alles das ist hier drin und wie gesagt, alles Kunststoff im Nassbereich, LED-Beleuchtung, komplett wassergeschützt, kann nichts passieren und bleibt alles trocken. Cool. Vielleicht mal so Kleinigkeiten wie Fenster. Kann man gar nicht genug haben, denn wenn es mal richtig bullig heiß ist, wird es auch drinnen warm. Kann passieren und dann kann ich hiermit richtig toll lüften. Zeig mal, wie das geht. Genau, also ich habe das kleine 40x40er über dem Bett, wo ich morgens oder abends die Sterne sehen kann. Und hier habe ich halt das große mit die Heki, was ich komplett aufmachen kann. Du siehst jetzt schon, wie viel frische Luft reinkommt. Ich kann hier eben komplett verdunkeln für die Nacht. Oder mach eben den Mückenschutz vor für den Tag. Das ist alles integriert. Und das ist alles integriert, ist bei allen Fenstern so, auch bei dem Fenster, was über dem Bett ist. Sag mal, wenn ich das nur so ein bisschen, ich kann es so machen, dass ich es auflassen kann. Genau, auch, kann ich in die erste Stufe rein. Kann ich das verriegeln, dass ich da von außen nicht mehr aufmachen kann? Also das von außen verriegeln, dass du es nicht mehr aufmachen kannst, ist gar problematisch, weil dieser Riegel hier, der sitzt hier drin, ja, in dieser Halterung drin und den kannst du halt immer von außen, wenn man zieht, eben aufziehen. Irgendwie käme man ran. Genau. Also das ist aber auch so, dass ich es auflassen kann, zum Beispiel am Strand und habe dann die Möglichkeit, wenn es regnet, dass es nicht reinregnet. Genau. Das heißt, so in der Stellung würde es jetzt zum Beispiel nicht reinregnen, auch wenn es regnet. Genau. Es sei denn, es strömt natürlich. Ja, wirklich, es kommen Wolkenbruchartige Regenfälle. Das ist klar. Also nicht, dass wir gesagt haben, es ist so, man muss halt schon selber gucken. Genau. So ist es. Ja. Warte mal, ich gehe mal ganz dahin, dann zeige ich noch mal gerade das Raumgefühl. So. Dazu muss man sagen, Fahrzeuge sind nagelneu, auch wenn Sie hier was sehen. Ich nehme gerne nagelneue Fahrzeuge, dann können auch mal die Leute sehen, wenn da mal ein bisschen was hakelt und so.
Das wird vor der Übergabe, wird zum Beispiel hier auch Glycerin oder ein Schmiermittel wird nochmal eingebracht, was zulässig also ist, dann geht das leicht. Silikonspray nutzen wir halt über alles für alle Sachen, die halt geschmiert werden müssen, weil das ist halt neutral, ja, lebensmittelecht und führt zu keinen. Es greift nichts an. Greift nichts an, genau. Ja, so ist es. So, das ist die Küche. Hier sieht man nochmal sehr schön die Einbuchtung. Kommen wir mal auf die Sitzgruppe zu reden. Das ist natürlich wichtig, gerade bei Familien. Ich kann tatsächlich mit 4 Leuten ohne Umbau, denn das Bett ist ja hier oben drüber. Das ist ja das Problem beim Wohnwagen. Muss ich immer jeden Morgen das komplette Bett umbauen, damit ich überhaupt mal was essen kann. Das ist hier kein Problem. Genau. Also hier sitze ich jetzt. Du siehst ja, bin ganz problemlos da reingegangen, kann hier frühstücken, kann hier rausschauen, sehe den Radfahrer von unten kommen, der da jetzt gerade fährt. Ich bin autark mit diesen Fahrzeugen, kann bis zu 3-4 Tagen problemlos stehen. Dann muss man dann die Aufbaubatterie nachfüllen. Hier innen drin läuft alles mit 12 Volt und Fernsehen auch. Das heißt, man kann also überall problemlos stehen. So, Fernsehen ist dabei, ein tolles Navigationssystem ist dabei. Das baut ihr nie ein, weil die auch mal gerne ausgebaut werden von Leuten, die ihnen nicht gehören. Genau, also Navigationssystem kommt an diese beiden Schächte, wird das nur reingesteckt. Ist ein Centec-Gerät mit Navigationssystem, mit Rückfahrkamera, mit Freisprecheinrichtung, vorgesehen für ein Wohnmobil, also mit richtiger Wohnmobil-Stellplatzführer mit allem drum und dran. Ja, die Geräte haben alle eine Fahrerklimaanlage, die ist manuell, das ist nicht vollautomatisch, sondern das stelle ich ein, wie ich das kenne, aber sehr einfach. In der Mitte habe ich so 20, 21 Grad. Genau, in der Mitte hat man so 20, 21 Grad und kann je nachdem auch noch nach unten stellen, wenn man es möchte. So, wir reden hier über einen kleinen LKW. Das ist also kein PKW, aus dem man einen LKW gemacht hat, sondern es ist ein richtiges Nutzfahrzeug, was auch diese Last tragen kann. Ich habe hier keine Überladung. Ja, also wir haben hier eine Gewichtsbeschränkung von 3,5 Tonnen. Und bei dem Fahrzeug jetzt, in dem Zustand, wie wir es ausliefern, hat man eben noch 450 Kilo Nutzlast, die man zuladen kann. Ja, Laufleistung, einige 100.000 Kilometer. Ist üblicherweise kein Problem. Die Garantie. So, jetzt habe ich ja hier zwei Elemente. Ich habe einmal den Aufbau, der kommt von Etrusco, und ich habe das Fahrgestell. Was hat wie viel Garantie? Also immer 2 Jahre. Ich fahre mit dem Fahrzeug immer in jede Fiat-Werkstatt in meiner Nähe, wo ich das Fahrzeug halt dann stehen habe. Und wenn der Aufbau jetzt irgendwas hätte, wo ich aber keine Beispiele jetzt nennen kann, weil wir keine Probleme mit den Fahrzeugen haben, dann würde man mit uns telefonieren, wenn es nicht gerade um die Ecke steht. Und wir würden dann entsprechend eine Lösung mit einer Werkstatt finden, wo das dann bearbeitet und repariert werden könnte. Aber wie gesagt, bei allen verkauften Fahrzeugen in 19 haben wir dieses Problem nie gehabt, weil die Fahrzeuge bei uns ein ganz strenges System durchlaufen, bis sie überhaupt zur Auslieferung kommen. Und dann eben die Auslieferung mit dem Test am Kunden direkt nochmal von 3 Stunden und dann fällt alles auf. So, ich lasse das mal kurz wirken, denn jetzt nach einigen Stunden Drehs, wenn man hier so sitzt, das ist aber jetzt so eine typische Anwendung. Das heißt, man sitzt hier, jetzt könnte man hier einen Kaffee trinken, könnte ein bisschen quatschen, geht raus. Ja. Thema nochmal, wo stelle ich mich hin? Also ich bin ja jetzt hier auf dem Feldweg zwischen 2 Feldern. Darf ich hier stehen mal kurz? Also kurz darf man sicherlich hier stehen. Man darf natürlich keinen behindern. Also überall kurzes Stehen und Rasten ist möglich. Man darf kein Camping aufbauen. Das ist natürlich nicht möglich, aber alles andere, kurzes Stehen, ist natürlich möglich. Wo darf ich denn Camping machen? Ja, auf dem Campingplatz, klar, oder auf dem Stellplatz. Da darf ich natürlich längerfristig stehen, wobei für die Wohnmobilfahrer eigentlich die Stellplätze die bessere Option sind. Erstens mal billiger, zweitens mal moderner ausgestattet. Die Stellplätze sind die letzten Jahre erst entstanden mit den ganzen Wohnmobilen. Die Campingplätze sind teilweise sehr alt und haben dementsprechend auch alte Sanitäranlagen. Ja, hier ist es. Also der Preis, den kann ich gar nicht fassen. Thema Werterhalt. Also viele Leute sagen, da kaufe ich mir lieber ein Gebrauchtes. Da hat es den größten Wert schon verloren. Bei Etrusco wird es schwierig, oder? Da wird es schwierig, genau. Also wir liegen hier in der All-Inclusive-Ausstattung. Ich sag's nochmal, mit der vollautomatischen Sandanlage, mit dem TV, mit der Solaranlage, mit der Markise, mit dem Radträger innen, mit der Eintrittsstufe, mit dem Fliegengitter, mit den ganzen Fenstern, so wie es wir es jetzt gezeigt haben, mit der Type-X-Ausstattung, liegen wir bei 56.500 Euro. Ja, und da hast du auch noch was dran verdient. Die Frage ist, was hat der Hersteller dann dran verdient? Aber es macht die Menge, oder? Es macht zum Teil die Menge, klar. Wir verkaufen natürlich auch die Fahrzeuge entsprechend in großen Mengen ein. Und wir sprechen hier ja immer vom Fahrzeug der Erwin Hümer Group. Sprich also, Etrusco ist eine Marke aus der Erwin Hümer Group.
Genau, man kriegt nämlich die Fahrzeugunterlagen auch in solchen einem Folder. Also das ist auch kein Geheimnis. Das heißt, man hat die Qualität oder die Qualitätskontrolle einer Erwin Hümer Group. Man hat deutsches Design mit drin. Das heißt auch deutsche Qualität, Technik mit allen drum und dran. Jetzt, ich sag mal, ist es so, dass in Italien etwas günstiger gefertigt werden kann. Ist das richtig? Genau, also die Lohnkosten sind natürlich im Ausland meistens deutlich günstiger wie in Deutschland und dadurch ergeben sich halt bessere Preise. Und wenn man das mit einer großen Stückzahl kombiniert, ergeben sich dann letztendlich auch die Möglichkeiten, die wir damit haben. Super. Ja, wenn ich Interesse habe, wohnmobile-saarland.de. Wir gehen nochmal kurz raus, machen gerade nochmal einen Rundumblick. Und wenn Sie Interesse haben, wir haben im Moment jede Menge Fahrzeuge da, denn du hast kräftig vorgeordert und wir hatten, ich guck mal kurz auf die Uhr, 16. April 2020, für alle, genau, die das vielleicht in ein, zwei Jahren sehen, es gab mal eine Corona-Krise, wir sind mittendrin gerade, ihr dürft nicht mehr vermieten. Also wir vermieten im Moment natürlich keine Fahrzeuge, weil die nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden dürfen, nur zu dienstlichen Zwecken, aber wir sind in der Lage, aufgrund unserer Gesetzgebung, die wir im Saarland hier haben, auch weiterhin Fahrzeuge zu verkaufen unter den Vorgaben, die der Gesetzgeber uns gibt. Wir müssen halt schauen, dass wir Abstand wahren von 1,50 Meter. Die Kunden dürfen zu zweit kommen, gerne, sollten Atemschutzmasken, also die normalen Tücher, dabei haben, um die gegebenenfalls anzuziehen. Und dann machen wir das Ganze so, dass wir sicher sind und der Kunde vor allen Dingen sicher ist. Das Abnehmen, Abholen der Fahrzeuge ist weiterhin erlaubt. Man darf also jederzeit ein Fahrzeug in die Werkstatt bringen und auch kaufen und nach Hause fahren. Ja, das Ganze ist natürlich jetzt schon geübt seit einigen Wochen. Ich hoffe, dass, wenn wir das Video in ein, zwei Jahren betrachten, wir, ich sag mal, mit einem kleinen Lächeln dann sagen können, wir haben es überwunden, die Corona-Krise. Aber ich denke, dass das Thema Camping stark gewinnen wird, denn gerade das Thema Fernreisen, vielleicht haben viele Leute Angst, sich in einen Flieger mit 30, 40, 100, 200, 300 Personen reinzusetzen. Das könnte, ich sag mal, der ganzen Campingbranche natürlich einen Aufschwung geben, weil man macht ja Camping zu Hause oder Urlaub zu Hause. Genau, also du sprichst das richtig an. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt nach Corona nicht mehr so sein wird wie vorher. Und ich denke, dass der Individualurlaub, den ich nirgendwo so erleben kann wie mit dem Wohnmobil, noch größeren Aufschwung erleben wird, wie er ohnehin schon hatte. Weil ich hier im Prinzip alles das habe und alles machen kann wie zu Hause. Ich brauche keine großen Vorkehrungen zu treffen, wie im Flugzeug stundenlang anzureisen, am Flughafen zu warten und das Ganze. Und das wird mit Sicherheit eine der größten Sachen sein, die nach der Corona-Krise jetzt wieder, wenn es dann gelockert wird, nach vorne kommen und auch entsprechend die Wohnmobile noch mehr beliebter machen, wie sie jetzt ohnehin schon sind. Zudem ich auch davon ausgehe, was man nicht bedenken und vergessen darf, alle Fahrzeuge, die ja im Prinzip für 20 produziert werden sollten, werden ja, weil die Werke in Italien und in Frankreich geschlossen sind, wo die meisten hergestellt werden, nicht produziert. Okay, das heißt, du hast eine... Das gut, heißt, wir haben... Du wirst aber jetzt nicht 10.000 Euro mehr verlangen. Nein, wir haben jetzt Fahrzeuge da, die für 20 produziert worden sind, die wir glücklicherweise relativ früh geordert hatten und die wir auch haben. Aber ich gehe stark davon aus, dass es eine Verknappung geben wird, weil ja die gesamten Fahrzeuge für 20 nicht produziert werden, wurden und nicht mehr produziert werden. Das, was wir hören. Die Werke stehen still. Die Werke stehen still. Und dass es nach der Krise nochmal zu einer Steigerungsrate kommen wird. Deswegen, wer sich ein Wohnmobil kaufen möchte, sollte sich das überlegen, ob er da nicht jetzt zuschlägt, wie eben vielleicht im nächsten Jahr erst, weil davon auszugehen ist, die Preise nächstes Jahr anziehen. Ja, vielen Dank, Jürgen Jung, Elektromeister von wohnmobile-saarland.de. Und wenn Sie egal was aufrüsten möchten, ich weiß, der Jürgen hat ein offenes Ohr und kann auch einiges tun, wenn Sie eine Lithium-Ionen-Batterie haben möchten oder einen Inverter oder eine Klimaanlage aufs Dach, die auch funktioniert, wenn das Fahrzeug steht. Alles kein Problem. Vielen Dank, Jürgen. Dankeschön. Bitte.